Hey Leute, willkommen zurück zu Familie Reuss mit einem weiteren Umstyling eines neuen Sims in unserem Haushalt. Der gute Rashad, der Freund von Samuel, ist in unseren Haushalt eingezogen und bekommt so ein paar Umgestaltungen in seine Outfits sind, naja, verbesserungswürdig. Ich habe aber trotzdem versucht, so gut es geht, irgendwie Objekte, Elemente seiner Kleidungsoptionen beizubehalten, wie zum Beispiel hier das Hemd und nur das drumherum ein bisschen zu verbessern, dass es nicht ganz so zusammengewürfelt aussieht. Und ja, generell bei seinem Kleidungsstil oder sonst so, was ich mit ihm machen soll, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Also da nehme ich auch gerne Input von euch an, was ihr gerne sehen würdet, was Rashad gerne auch machen kann, was wir vielleicht generell noch nicht im Let's Play hatten bisher. Und ich weiß auch überhaupt noch nicht, sollen wir Rashad beibehalten? Also soll er für immer mit Samuel zusammenbleiben oder vielleicht trennen sie sich auch wieder? Eigentlich war mein ursprünglicher Plan, dass Rashad nicht der einzige Freund von Samuel bleibt, dass er vielleicht mit Ahmad noch zusammenkommt, der ja aktuell auch in der Beziehung ist, aber das ist jetzt auch nicht so das Problem für Samuel, einfach Beziehungen zu zerstören. Das hat er ja bei Rashad auch schon gemacht. Deswegen, ich weiß noch nicht genau, weil eigentlich gefällt mir Rashad doch ganz gerne. Es ist doch ein ganz lieber Sim. Aber ich weiß noch nicht so wirklich, was ich mit ihm anfangen soll. Und ja, ob wir, wie gesagt, uns irgendwie auf ihn fokussieren wollen oder ob die beiden sich dann doch bald wieder trennen und wir dann vielleicht noch einen anderen Freund finden für Samuel. Ich weiß es noch nicht genau, aber aktuell bin ich auf jeden Fall glücklicher damit, dass er jetzt einigermaßen annehmbare Kleidung hat und es nicht mehr ganz so eigenartig ist, in was für Outfits herumläuft. Ich meine, schaut euch das mal an. Die Leo-Sporthose, oh mein Gott. Ja, ich denke mal, er sieht da jetzt auf jeden Fall ein ganzes Stück annehmbarer aus. Ich habe ihm auch ein Arbeitsoutfit gegeben, was erst noch halt so dieses das Medizin-Arbeitsoutfit war, aber das braucht er jetzt nach der Folge nicht mehr. Werdet ihr gleich sehen, was ich da machen werde. Aber ja, das sind soweit die Outfits, sonst habe ich nichts umgeändert. Irgendwie, er schläft jetzt einfach in Samuels Schlafzimmer. Da gucken wir mal, wie das alles so weiterläuft. Es ist zwar erst 4 Uhr morgens, aber ich würde eigentlich David jetzt gleich mal aufstehen lassen. Dann kann er noch ein paar Sachen machen. Er ist ja auch ein Senior. Aus Erfahrung weiß ich, dass es da einige gibt in höherem Alter, die doch ein bisschen früher aufstehen. Ich weiß nicht, ob 4 Uhr nicht ein bisschen sehr früh ist, aber ich meine, gleichzeitig ist es halt auch Sims, also ist das, denke ich mal, okay. Ja, und dann schlafen hier alle noch eine Weile. Und ja, schauen wir dann einfach mal. Auch die Tiere schlafen noch. Hier die Katze kann vielleicht mal ein bisschen kratzen gehen. Und hier drüben ein bisschen spielen und sowas. Und David möchte noch Logik mehr verbessern, an der Forschung wie immer arbeiten. Da gucken wir einfach mal. Aber erstmal hier schön das Waschbecken sauber machen. Und ich habe übrigens auch mal die Story Progression ausgestellt. Das ist ja eine Mod, die ich drin habe, die dafür sorgt, dass die Sims irgendwie verschiedene Beziehungen eingehen, Kinder bekommen, in Karrieren wechseln und solche Dinge. Und dadurch, dass wir jetzt nicht mehr so lange hier wohnen werden, finde ich es nicht so schlimm, wenn ich die jetzt die Mod erstmal ausstelle, weil das Ding ist halt, dass sie doch ganz schön auch das Spiel beansprucht. Und ich habe auch das Gefühl, dass die letzten Folgen jetzt schon ein bisschen besser liefen. Dadurch, dass ich sie nicht mehr habe. Deswegen ist das vielleicht ganz gut. Vielleicht kannst du mal ein paar Waffeln machen. Du möchtest ja eh noch deine Kochfähigkeit verbessern. Das wäre doch eigentlich ganz gut. Und Amelie kann dann hier mal gern das Bett machen. Alles. Das sieht doch ganz gut aus. Und ich weiß noch nicht genau, ob Rashad heute noch arbeiten gehen soll oder eher nicht. Ich würde eigentlich sagen, nein. Ich würde sagen, wir gucken mal. Er geht auf jeden Fall aus der Medizinkarriere weg, weil das irgendwie doch nicht so ganz das Richtige für ihn ist. Ich finde, das passt halt auch irgendwie gar nicht so wirklich zu ihm. Und eigentlich, wie gesagt, möchte er ein Zauberkünstler werden. Was würde sonst zu ihm passen? Eigentlich nichts im Besonderen. Es hat jetzt keine Merkmale, die irgendwie in Richtung einer Karriere zeigen. Deswegen
Ja, würde ich eigentlich sagen, Zauberprofi mal ausprobieren. Warum nicht? Ich habe bisher nur einmal so ein bisschen Zauberprofi gespielt oder mit der Zauberkünstlerkarriere, aber jetzt auch nicht so stark. Also wäre das ja überhaupt kein Problem, das nochmal so ein bisschen zu machen. Und ja. Genau, wenn du das gemacht hast, dann können wir bestimmt auch gleich alle mal zusammen frühstücken. Theoretisch können wir doch bestimmt für jeden irgendwie jeden irgendwie zum Essen rufen gleich. Du kannst gerne auch mal hier runterkommen. Warum liegen hier eigentlich noch die ganzen Kauknochen der Hunde rum? Wir haben aktuell keine Hunde mehr. Brauchen wir dann eigentlich auch nicht mehr. So, genau, die Simfests, die wir ja auch ständig haben, die könnten wir dann zum Beispiel auch nutzen. Dass Rashad da dann hingeht als Zauberkünstler und sowas, um vielleicht auch so ein bisschen Bekanntheit zu erreichen. So, genau, dann kannst du jetzt mal, anstatt den Teller zu nehmen, direkt mal alle zum Essen rufen, und zwar jeden Einzelnen hier. Und du kannst gerade gar nicht den Napf füllen, denn du hast gar kein Essen mehr da. Dann setz dich doch vielleicht hier schon mal irgendwo auf einen Stuhl. Das passt ja. Du kannst dich vielleicht auch schon mal umziehen. Ich glaube, das Outfit hatten wir noch gar nicht an ihr gesehen. Das würde ich gerne auch noch mal sehen bei ihr. Genau, das ist auch ganz cool, finde ich. Und ja. Genau, jetzt haben wir hier einmal komplett das Essen für alle serviert. Kann jeder auch nachher hierher kommen. Genau, die Fahrgemeinschaft, der Schulbus kommt auch gleich. Das heißt, wir sollten hier schon langsam mal alle aufstehen. Und bei dir würde ich vielleicht sagen, dass du als erstes, wenn du aufgewacht bist, mal deine Arbeit aufgibst. Sodass du da auch gar nicht mehr erst hingehen musst. Hey Katze, vielleicht magst du ja hier draußen mal ein bisschen dich an Beute ranschleichen. Anstatt hier um Essen zu betteln. Und ja, das ist doch ganz gut. Ich finde es auch krass, dass wir halt keine Hausaufgaben mit Valerie machen, aber trotzdem schon eine 2 haben in der Schule. Also scheinbar hört sie gut zu oder so. Dass sie wenigstens das ganz gut macht. Keine Ahnung. Und vielleicht kann David dann gleich auch noch die liebe Amelie mal ein bisschen massieren. Möchte Rashad wirklich seine Arbeit aufgeben? Ja. Und genau, ihr kommt gleich alle runter. Bist du dann auch mal da? Ja, okay. Das heißt, du kannst dann auch mal hier rüber gehen. Der möchte zum Hundepark. Ich meine, er ist ja auch ein Hundefreund, ne? So, können wir Amelie gerade mal massieren? Ja, können wir. Sehr schön. Dann hat sie nicht mehr so schlimme Rückenschmerzen. Das fände ich eigentlich doch ganz nett, dass wir uns auch so ein bisschen um sie kümmern. Hier, die Rückenschmerzen vom Training. Die kann man tatsächlich mit so ein bisschen massieren loswerden. Das finde ich immer ganz cool. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, das hier sind deine Waffeln. Na, das ist doch lieb von David. Oh, Samuel ist Rashad treu. Sehr schön. Okay, genau. Dann kannst du jetzt auch zur Arbeit gehen. Du kannst dann vielleicht mal hier die Reste wegstellen. Dann könnten wir auch mal Gourmet-Tierfutter nochmal machen. Denn wir haben ja offensichtlich keins mehr. Das wäre ganz gut. Du musst heute auch nicht zur Arbeit gehen. Ihr beide allerdings zur Schule gleich. Das passt. Nee, das Essen oder das Aufräumen brauchst du gerade nicht unbedingt. Und ja, das sieht doch dann schon mal gut aus. Dachte ich mir, dass hier die Wäsche wieder in Mengen fällt, wenn die alle wieder rausgehen. So. Okay. Und dann kannst du danach vielleicht auch gern mal aufräumen und so. Eine Spitzmaus gefunden. Okay. Wie geht's denn euch, Pferdis, hier so? Naja, du bist ja am Futtern. Du kannst dann gern hier drüben mal mit dem Pferdeball spielen und was trinken. Und ja. Okay. So, dann kannst du vielleicht mal hier verliebt umarmen.
Dann kannst du vielleicht Marashat küssen, denn den Wunsch habt ihr ja auch. So. Und dann würde ich dich aber bitten, mal hier nach drüben zu gehen. Ich sehe schon, die Eltern kommen schon. Mia ist schon da, Carmen ist da. Genau, dann haben wir nämlich hier unsere beiden Kinder, um die wir uns heute kümmern müssen. Da können wir dann gleich mal hingehen. Du solltest hier mal ein bisschen sauber machen. Wir haben die Tagespflege eröffnet. Yay! Und dann können wir das nämlich auch nochmal so ein bisschen machen. Genau. Was haben wir hier? Zim mit der Kralle angreifen. Okay, können wir gern machen. Ist das dein Handy? Ja, mal wieder dein Handy. Ein Restaurant essen. Das können wir natürlich gern mal machen. Dann kannst du hier Gourmetfutter füllen, das mal aufräumen. Und dann gucken wir mal. Theoretisch kannst du dann auch mal mit dich mit der Katze beschäftigen. Wo ist die denn so? Hier. Kannst du theoretisch auch mal machen. So. Okay. Das klingt doch gut. Du kannst eigentlich auch normal arbeiten. Und ihr beiden könnt ein bisschen mit euren Freunden sprechen. So, genau. Du gehst los. Und du kannst dich gern mal umziehen. Und ja, dann haben wir heute erstmal ein bisschen einen freien Tag mit ihm. Und dann können wir vielleicht übers Wochenende oder sowas anfangen, mal in die Zaubererkarriere einzusteigen. Und dann kannst du eigentlich mal hier deinem Freund helfen bei der Arbeit. Du brauchst mehr Spaß und Mike Dennis ist sehr hungrig. Packen wir ihn nochmal hier in den Hochstuhl. Das wäre doch ganz gut. Ja, und dann müssen wir einfach generell mal gucken, was so bei Rashad die Bedürfnisse, die Wünsche sind, was er so gerne macht. Was wir mit ihm generell noch mehr so anstellen können. Und dann packen wir das mal weg. So, hier hin. Du kannst auch mal hier vielleicht das Bett machen und direkt auch noch die Wäsche machen. Ich meine, du musst ja jetzt nicht nur hier bei der Arbeit helfen. Das kann Samuel bestimmt auch ganz gut alleine. Aber wenn er halt hier noch gerade Zeit hat, kann er da natürlich auch helfen. Aber ich finde nicht, dass er, also ich möchte ihn noch langfristig nicht in der Medizinkarriere haben. Deswegen finde ich das so eigentlich schon voll okay. So, was ist mit dir? Wie geht's dir, Jenna? Ja, Jenna braucht eigentlich nur Spaß. Dann ist ja eigentlich alles ganz gut. Dann sollten wir uns hier mal um den Zwergigel kümmern. Okay, genau, Mike. Dann es ist was. Sehr gut. Und du kannst dann hier drüben mal die Wäsche machen. Genau, Kleidung in diesem Zimmer. Wie sieht's bei dir aus? Du gehst gleich mal zur Katze. Okay. Vielleicht kannst du dann auch mal hier rüber gehen. Und habt ihr heute eigentlich eine außerschulische Aktivität? Du nicht? Du auch nicht? Okay. Das heißt, die sind beide heute um 14 Uhr mit der Schule fertig. Das ist ja auch immer gut zu wissen. Patty war nicht rufbar. So, jetzt geht's dem Zwergigel gut. Sehr schön. Wie geht's denn der Kleinen jetzt so? Ah, sie stinkt ein bisschen. Sie ist ein bisschen stinkig. Er aber auch. Oh, guck mal, ihr geht's aber schon recht gut. Vielleicht wollen wir mal bei ihr einfach nur die Windel wechseln. Denn, ich bade die Sims ja auch ständig oder die Kinder. Vielleicht wäre es ja auch ganz gut, mal nur, wenn sie nur so ein bisschen stinkig sind, in die Windel zu wechseln. Das kann ja nicht unbedingt schaden. Und dann schauen wir doch nochmal nach den Pferden. Nee, das ist hier. Spiel mal mit dem Pferdeball und dann kannst du nochmal in deinen Stall gehen und Heu fressen. Das sieht hier aber nicht so gut aus bei dir. Du solltest auch nochmal in deinen Stall gehen und Heu fressen. Und du kannst eigentlich schon längst mal ein bisschen was trinken. Dann kannst du nämlich danach auch zum Pferdeball. Wie geht's dem Pferdi hier, Baloo? Du kannst gerne eigentlich auch noch ein bisschen herumgaloppieren. Genau, du bist hier von
Amelie ein bisschen bespaßt. Dann kannst du sie auch mal streicheln. Sehr gut. Und dann können wir sie vielleicht auch mal wieder hier absetzen. Und dann können wir vielleicht mal zu den Pferdis gehen und gucken, wie es bei denen so läuft. Dass wir irgendwie mal denen, ne? Sie möchte ja auch irgendwie Pferd anflüstern. So, okay. Nee, Windel wechseln hat es nicht gebracht. Wir müssen sie direkt baden. Und Mike Dennis gleich auch nochmal. Aber das, dafür haben wir ja noch Zeit. Oh, nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte zu ihm hier. Hast du schon die Wäsche gemacht? Sehr schön. Dann würde ich eigentlich vorschlagen, du kannst dann mal hier rübergehen. Kannst hier Mike Dennis schon mal hochnehmen. Dass wir schon mal da anfangen können. Um ihn zu kümmern. Ich finde es schön, dass er irgendwie auch Hygiene dazu bekommt, wenn ihr die Kleine badet. Was brauchen wir hier noch? Okay, dann können wir sie vielleicht mal hier absetzen. Und auf den Boden füttern. Genau, dann kannst du mal hier, Mike Dennis, baden. Sehr schön. Okay. Ja. Sieht echt ganz gut aus gerade. Vielleicht magst du noch mal auf Toilette gehen hier. Auch noch mal säubern. Okay. Wie sollte es eigentlich danach ganz gut gehen? Wie geht's Mike Dennis? Okay. Den können wir mal kitzeln und mit der Kralle eingreifen. Was macht Amelie? Ah ja, genau, sie sollte ja bei den zu den Pferdis mal gehen. Ich würde sagen, vielleicht. Oh, ihr beide wollt Pferdespiel machen. Ja, geht trotzdem mal rüber. Vielleicht können wir auch erstmal hier ein bisschen säubern, die Stelle. Das wäre vielleicht auch ganz gut, dass wir das erstmal machen. Während die beiden da auch ein bisschen Spaß haben. So, haben unsere Pension bekommen. So, wie geht's dir? Okay, dann kannst du den Kleinen ja mal hier absetzen. Wie läuft's bei dir? Okay. Vielleicht magst du hier Kleine mal mit der Kralle angreifen. Und dann können wir ihr vielleicht auch mal. Moment, dann sollten wir sie vielleicht noch mal kitzeln. Und dann können wir ihr mal beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Das finde ich ganz nützlich. Wo läuft sie eigentlich hin? Ja, okay, sie geht nur dahin. Und dann kannst du mal hier die Wäsche in den Trockner geben. Hier drüben mal auf Toilette gehen. So. Ja, dann wie gesagt, also einerseits möchte ich halt schon, dass er irgendwie in die Zauberkünstlerkarriere geht, aber halt so heute meinen Tag frei haben ist doch eigentlich auch kein Problem. So ein bisschen einfach die Zeit genießen mal. Ein bisschen, meine ich, jeden Tag zu arbeiten. Es ist auch nun wirklich nicht so, als ob die Sims hier immer arbeiten müssten oder ansonsten alles den Bach runtergeht. Beschnüffelt werden. Okay, dann kannst du ja auch mal anschmiegen, Kontakt knüpfen und sowas. Kannst das Kleine auch mal pflegen oder so. Genau, dann bring dem Kleinen mal ein bisschen was bei. Wie sieht's bei dem anderen Kind aus? Ah, okay. Das ist in der Kiste. Oh Mann. Okay, es ist super gut gelaunt, braucht noch ein bisschen mehr Spaß. Hat das aber schon, also. Sieht das doch super aus. Jenna geht's auch klasse. Okay, das freut mich. Oh, die beiden wollen auf einem Teichschlittschuh laufen. Das klingt doch süß. Vielleicht wollen wir ihm dann auch nochmal beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Weil ich halte das so für eine der wichtigsten Aufgaben eigentlich, dass die beiden aufs Töpfchen gehen können. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. So, gehen wir nochmal hier rüber. Zu Mike Dennis. Können ihn vielleicht mal kuscheln. Und ja. Ich meine, du kannst auch mal zum Hundepark gehen, wenn du magst, mein Lieber. Dein Freund braucht eigentlich heute nicht mehr unbedingt Hilfe. Das kriegt er schon ganz gut alleine hin. Den Kindern scheint das ja auch ganz gut zu gehen.
Wie sieht's denn bei dir hier aus? Solltest du nicht in deinen Stall gehen? Also hier ein bisschen Heu fressen und dann pieseln? Ich dachte ja. Ich dachte, da war sowas. Und du kannst hier noch mal die Eier sammeln und die Hühner füttern. Genau, und dann würde ich nämlich hier Mike Dennis auch noch mal beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Außerdem geht's schlecht? Nö, dem geht's super. Okay, und Jenna braucht noch mehr Spaß. Aber sie ist ja schon am richtigen Ort dafür. Und sie holt sich noch ein neues Spielzeug raus. Ist ja nicht so, als hätten wir hier schon fünf Spielzeuge rumliegen. Ein Schäfchen und hier so ein Drache und ein Pferd und noch so ein Drache. Vielleicht sollten wir die alle mal wieder einräumen. Das wäre vielleicht mal ganz gut, wenn die Kinder hier nur die Spielzeuge rausholen und nicht wieder reinbringen. Aber ich meine, es sind doch Kleinkinder. Warum sollten sie auch sauber machen? Haben wir hier irgendeinen Hundi? Wir haben einen Sim, aber haben wir auch Hunde? Wir sind eigentlich nur für die Hunde hier. Da ist dein Hund. Ja, da. Das ist sogar Dusty. Das ist ein Hund, den wir kennen sollten. Dusty Wu. Mal eben schauen. Kennen wir den? Ja, das ist Dusty. Oh mein Gott. Und dann hätten wir noch Bella von unserer Ex-Freundin gebracht. Aber ja, wir sollten auf jeden Fall mal Dusty Hallo sagen. Sowas von. Leckerchen geben, Bürsten, all die schönen Sachen. Und du, mein Lieber. Du könntest natürlich. Ja, doch, wir gehen mal ins Fitnesscenter. Und zwar sprinten wir mal zu den Duschen. So. Wir gehen joggen im schnellen Sprint. Und dann kannst du da mal duschen gehen. Wobei, Moment. Ah ja, genau, ihr seid jetzt auch fertig. Nee, dann machen wir das doch anders. Dann machen wir das mit dem Training später. Dann können wir nämlich mal hier unserem Sohn beibringen, zu fahren. Also das Fahren zu Ende beibringen. Das wäre vielleicht ganz gut. Und du, meine Liebe. Ja, ich würde eigentlich sagen, du kannst dich mal wieder mit Danny anfreunden. Der ist aber wahrscheinlich noch nicht zu Hause. Das wäre komisch, weil jetzt ist ja auch gerade Schulzeit. Vielleicht wollen wir ihn mal irgendwo treffen. Wir können ja mal. Wir können ja nicht immer nur ins Corner Arcade gehen, oder? Was wäre denn ein cooler Ort? Bibliothek ist ein bisschen eigenartig. Hundepark, Technobella. Vielleicht mal hierhin mit. Nee, nicht mit Gerardo. Wir gehen einfach mal so dahin. Vielleicht kann Danny ja mal vorbeikommen. So, genau. Monolog am Ort Wissensakademie Natur und Nahrung halten. Licht, Kamera, Aufnahme. Die weltberühmte Schauspielerin Olivia Street. Olivia Street. Kommt diese Woche an den Ort Wissensakademie. Also sie kommt an unsere Schule. Sie gibt einen fortgeschrittenen Kurs für alle Schüler des Theatervereins. Der Sprecher des Bestmonologs erhält den Filmposter mit einem echten Autogramm von ihr. Bis wann hätten wir denn Zeit dafür? Bis Freitag, 20 Uhr. Weil dann machen wir das morgen, also in der nächsten Folge. Und heute machen wir dann das mit dem Fahren lernen, weil ich finde irgendwie, das könnten wir jetzt auch einfach kurz machen. Und dann machen wir das mit dem Monolog mal anders. Also, dass das vielleicht heute gesagt wurde, weil sie morgen da ist, so in dem Sinne. Ansonsten wäre das ein bisschen stressig gerade. Hat irgendjemand eigentlich ein Auto dabei? Oh ja, du hast ein Auto dabei. Noch jemand ein Auto dabei? Wie ist das denn, wenn wir hier sagen? Okay, wir bringen einfach mal Elias das Fahren bei. Und genau. Du bist hier drüben. Direkt im Gebäude nebenan. Wir könnten mit Danny ins Kino gehen oder sowas. Das wäre ja eigentlich ganz cool. Gehen wir doch mal hier rüber. Und dann können wir mal gucken, ob wir Danny hierher einladen können. Oder wir können. Genau, wir können ihn mal hierher einladen. Dann können wir mal hier hingehen. Und dann klappt das vielleicht. Eben mal kurz zu Samuel schauen, was er so macht. Okay, genau. Du kannst das hier mal leeren. Wie geht's der Kleinen? Der geht's auch super. Okay. Vielleicht wollen wir ihr dann noch mal ein bisschen Sprechen beibringen gleich.
wenn wir das gesäubert haben. Okay. Vielleicht ist der irgendwie in einer. In einer Dingens. In einer Gemeinschaft. Also. In der Dingensgemeinschaft. Dingensbetreuung. Ach, ich weiß gar nicht. In AG. So, sagen wir es so. Genau, das ist für rotes Ticket. Gehen wir vielleicht einfach mal in den Kinofilm. Warte mal, könnten wir theoretisch auch so reingehen? Ich will das einmal schauen. Könnten wir auch so einfach ins Kino gehen? Weil eigentlich müssten die abgeschlossen sein. Aber ich weiß nicht, vielleicht funktioniert das auch gar nicht richtig. Und? Nee. Okay. Dann kaufen wir erst ein Ticket und dann gehen wir da rein fernsehen. Beziehungsweise wir können auch erstmal Popcorn essen. Hehe. Oh, wir können noch ein Kaugummi kauen. Oder ziehen. So, ein rotes Ticket. Dann können wir nämlich in den Kinosaal rein. So, wie hast du dich denn jetzt schon mit Dusty ein bisschen angefreundet? Hm? Leckerchen geben, reden, bisschen spielen. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Okay, dann... Du bist immer noch mit dem Säubern beschäftigt? Hast du das nicht vor einer Stunde schon gemacht? Warum macht sie das die ganze Zeit nicht? Dann gehen wir vielleicht dahin. So. Wir haben das Fahren gelernt. Yay. Sehr schön. Okay. Genau. Du gehst was trinken. Du kannst eben noch mal ein bisschen pflegen. Was machst du? Genau, du gehst gleich pieseln, dann da drüben noch mal trinken. Das sieht okay aus. Du bringst ja Klein gerade Sprechen bei. Wie geht's ihr denn? Okay, ihr geht's super. Mike Dennis hätte gerne noch mal was zu essen nachher. Das kann er gerne noch bekommen später. Du spielst da drin. Okay. Dann kannst du hier gerne mal kratzen gehen. Und Valerie, warum bist du nicht da reingegangen? Hol dir mal Popcorn. Und dann kannst du hier mal dich hier hinsetzen und fernsehen. Solltest du ja machen können. Das aussieht. Ew, kippt sie sich da Mayo drüber oder? Weiß ich nicht, für mich sah das jetzt wie Mayo aus. Naja. Naja, genießt du nur schön ein Mayo-Popcorn. Immer ein exotisches Ei. Das sollten wir direkt verkaufen, weil später wird es nur gammelig und dann ist es nichts mehr wert. So. Genau. Oh, die beiden fliegen sich. Sehr schön. No, das sieht echt süß aus. Auch mit diesem roten Licht hier, oder? Kommt das hier von der Sonne irgendwie? Ja. Der ganze Himmel ist so rötlich, ne? Interessant. Spannend. Okay. Vielleicht kannst du dich danach mein Argon anschmieden. So. Wobei, eigentlich solltest du danach mal zu Sophia gehen. Okay. Du kannst gerne noch mal ein bisschen herumgaloppieren. Und du musst... Ja, geh du vielleicht noch mal ins Badezimmer. Ich wollte eigentlich, dass sie noch mal ein bisschen was mit den Pferden macht, aber so wie es aktuell aussieht, kommen wir da vielleicht nicht unbedingt dazu. Wollen wir vielleicht auch mal Julia noch mal zu uns einladen? Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass er heute arbeiten muss. Wir fragen ihn vielleicht einfach mal und dann gucken wir. Aber gerade Donnerstag klingt eigentlich so, als ob er da arbeiten müsste.
So, wir haben ja hier die Fahrerlaubnis gemacht, ne? Mit Elias. Oh, du möchtest im Park Gitarre spielen. Spannend. Das hätte ich jetzt gar nicht von dir erwartet. Okay. Ja, dann kannst du eigentlich jetzt ein bisschen trainieren. Aber ich würde eigentlich sagen, zu Hause. Du gehst mal nach Hause. Und du kannst eigentlich gerne auch nochmal zu Corinna nach Hause gehen. Ich weiß nicht, gefühlt leben die ja schon so halb zusammen. Also sie leben nicht wirklich zusammen, aber so, ja, treffen sich auf jeden Fall sehr oft. Wir können sie natürlich auch um eine Verabredung bitten. Ich weiß noch nicht, wo wir da hingehen. Vielleicht zum, St ja, im Stadion läuft halt gerade nichts. Wir könnten, Moment. Können wir Schlittschuh laufen gehen? Ja, okay. Dann gehen wir da zu dem Ding und gehen da Schlittschuh laufen, danach zu ihr nach Hause. Das klingt eigentlich nach einem sehr süßen Date. Dann kannst du nach Hause gehen. Du möchtest das Theater besuchen. Das kannst du heute natürlich auch machen, ne? Kannst gerne dir einen Kinofilm anschauen oder so. Okay, wir laden Corinna zum Angelplatz ein. Klingt erstmal ein bisschen eigenartig, aber wird bestimmt sehr schön, wenn sie denn noch Lust drauf hat. So, muss ich hier wieder alles koordinieren. Genau, du lädst eventuell Julia nach Hause ein. Du kommst nach Hause. Du spielst noch mit dem Hund. Wie sieht's bei dir aus mit den Kindern? Wie sieht's bei ihr? Okay. Dann kannst du ihm erstmal was zu essen geben. Sie hat erst in 3 Stunden Zeit. Was arbeitet sie nochmal? Ah, ja, sie ist im Lebensmittelmarkt. Okay, das heißt, sie kann erst 19 Uhr. Dann, ja, okay, dann geh du auch nochmal nach Hause. Dann hättest du eigentlich auch mit David fahren können. Kannst du vielleicht hier. Okay, Julian kommt aber rüber. Sehr schön. Kannst du vielleicht, wenn du zu Hause bist, hier mal duschen gehen? Vielleicht nochmal deine Hausaufgaben machen? Und dann können wir uns mit Corinna treffen. Das wäre doch eigentlich ganz schön. So, okay, am Abend halt. So, genau. Dann kann sie eigentlich auch nochmal auf den Boden gefüttert werden. Das sieht gut aus. Und wir sollten eigentlich auch heute befördert werden. Ende des Arbeitstages. Wir kriegen es ja immerhin, dass unsere Kinder gut gelaunt sind und alles. So, genau. Du brauchst ein bisschen. Brauchst ein bisschen Aufmerksamkeit. Du kannst noch mal pieseln. Mit dem Pferdeball spielen. Du solltest mal zu deinem Fohlen gehen. So. Und eigentlich kann sich jemand mal mit Romina beschäftigen. Gucken wir dann mal. Romina, du kannst auch mal hier mit dem Pferdeball spielen. So, können wir vielleicht mal uns mit Balu beschäftigen. So, okay. Wie sieht's hier aus? Genau. Ja, sieht schön aus. Du bist ja fertig. Oh. Du kannst dann mal hier hochgehen, duschen. Wobei, eigentlich, wenn du da bist, kannst du auch erstmal ein bisschen gärtnern. Erstmal ein bisschen den Garten pflegen. Das ist ja okay. Dann kannst du danach entspannt duschen. Stinkt ein bisschen, okay. Können wir deine Windel vielleicht mal wechseln? Was ist bei ihr? Sie hat ein bisschen Spaß, okay. Können wir vielleicht nochmal kitzeln? Oh, jetzt ist Julian hier drüben. können wir ihn herbeirufen? Wir können auf jeden Fall sparen. Und du möchtest bowlen mit ihm. Ich meine, wir könnten auch dann später abends noch irgendwie mit ihm bowlen gehen oder so. Wo könnten wir denn gut Sparring machen mit Julian? Das wird vielleicht generell ein bisschen schwierig. Gehen wir einfach mal zu ihm hin und sagen, hey, wir würden mit dir kein Sparen, dann machen wir das einfach draußen. Ist ja auch egal eigentlich. So. Oh, Mike Dennis geht's ja super. Wie geht's dir? Dir geht's auch super. Dann lass uns ihm vielleicht noch mal ein bisschen Sprechen beibringen.
Das wäre ja auch nicht schlecht. Und genau. Ihr macht das da so ein bisschen. Genau, vielleicht kannst du auch erstmal hier ein bisschen den Fohlen säugen. Du spielst da mit dem Pferdeball. Du kannst da auch nochmal ein bisschen grasen, was trinken. So. Okay. Warum willst du an der Eingangstür kratzen? Kannst auch hier mal ein bisschen spielen. So. Was macht denn Rashad gerade so? Ja, wir haben uns mit dem Hund beschäftigt. Wir haben uns mit ihm angefreundet vielleicht auch so ein bisschen. Ja. So richtig Freunde geworden sind wir mit Dusty jetzt auch nicht, aber es ist okay. Und dann würde ich jetzt vorschlagen, ich habe überlegt, weil eigentlich könnten er und Samuel ja auch ein Date haben, so richtig. Also jetzt nicht so ein richtiges Date, weil das wollten wir mit Elias heute haben, aber vielleicht so halb. Deswegen wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen mit Dusty spielen hier. Genau, mein Leckerchen geben, nochmal streicheln. Und dann warten wir halt noch, bis Samuel fertig ist mit seiner Arbeit. Weil sonst Bedürfnisse hat er ja eigentlich nicht irgendwie, was er da noch machen möchte. So, macht ihr jetzt hier Sparring? Okay, das wird schon noch. Du bist jetzt hier hochgegangen, kannst dann mal deine Hausaufgaben machen. Hatte ich hier nicht eben noch Kleidung gesehen? Ja, da liegt noch Kleidung rum. So. Du Gärtnerst. Müssen wir dann irgendwas düngen oder so? Nö, sieht eigentlich alles gut aus. Bist du danach dann auch fertig? Kannst hier drüben duschen gehen. Und dann vielleicht noch was zu Abend essen. Das wäre doch ganz schön. Und? Wie ist es mit euch beiden jetzt? Hallo? Julian? Vielleicht können wir ihm einfach mal Hallo sagen. Und wie läuft es bei euch hier? Oh, Mike Dennis ist super gut drauf. Jenna braucht vielleicht noch ein bisschen was. Wollen wir hier vielleicht mal nochmal die Windel wechseln bei ihr? Okay, jetzt können die beiden sich auch unterhalten. Und dann machen wir mal ein bisschen Sparring. Wenn wir bestimmt total im Weg sind. Oh, können wir vielleicht irgendwie woanders hingehen? Vielleicht wenigstens irgendwie hier hingehen? Ah ja, Moment, wir haben ein Hierhin mit Gruppe gehen. Was, das können wir mit der Gruppe machen, aber das andere nicht? Okay, dann machen wir wenigstens mal hierhin mit Gruppe gehen, dass er direkt mitkommt. Das wäre ja praktisch. Genau, dann sind wir nämlich nicht so sehr im Weg. Und dann können wir da auch ein bisschen Sparring machen. So, jetzt sollten wir die Kleine aber auch, nachdem wir die Windel gewechselt haben. Der Vater von Jenna ist ein bisschen später dran. Okay, dann setzen wir sie mal hier ab. Und dann würde ich aber eigentlich sagen, wir können auch gehen. Denn, okay, Mia ist schon mal da. Natürlich ist Mia mal pünktlich. Eigentlich müsste sie auch aktuell arbeiten, ne? Schon ein bisschen gemein, dass gerade Mia immer hier zum Abholen herbestellt wird, weil eigentlich ist gerade sie, die jetzt immer arbeiten müsste. Aber gut, sie arbeitet halt auch flexibel. Deswegen kann sie ja doch sagen, ich mache das mal anders. Aber trotzdem, weiß ich nicht. Gerade dann Mia immer zu bitten. Also zum Hinbringen, ja, aber zum Abholen könnte das doch auch wohl jemand anders machen, oder? Ich weiß ja nicht. Wie weit sind wir hier, mein Lieber? 96%. Okay. Dann würde ich eigentlich vorschlagen, dass wir dann bald mal hier unsere Liebste anrufen. Du möchtest dich aufwärmen. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Bist ja schon längere Zeit im Schnee. Wie geht's eigentlich hier, unsere Lieben? Okay. Ja, ich hatte überlegt, ob wir was mit Danny machen, aber ich glaube, vielleicht machen wir das an einem anderen Tag. Wir haben ja heute schon so viel mit den anderen zu tun. Patty ist hier, was? Patty massiert gerade Amila. Okay. Nee. Geh doch ruhig einfach mal nach Hause. Kannst du da duschen, was essen? Das wäre, glaube ich, ganz gut. Genau, bis du zu Hause bist, ist die Dusche bestimmt frei. Dann kannst du hier noch ein bisschen Suppe essen. Hm.
Ist das dein Handy? Ja, es ist immer dein Handy. Oh Mann. So, okay. 19.12 Uhr. Ja, dann können wir doch mal hier Corina um eine Verabredung bitten. Hey Mia. Und dann würde ich vielleicht mal, wir schauen mal einfach, wie viel Essen wir jeweils noch haben. Wir haben ja zum einen das gegrillte Tofu. Huch. Haben wir da keine Option zu sagen, wie viel? Hä? Und bei der Suppe? Okay, da. Okay, dann stellen wir die einfach raus. Dann kannst du davon eine Schüssel nehmen. Du kannst davon eine Schüssel nehmen. Und du kannst dann hier mal dich und Julian zum Essen rufen. Oder vielleicht dann auch direkt David noch mit. Das klingt eigentlich gut. Dann musst du das auch nicht machen. Okay. Ist denn jetzt Dingens da? Ist denn jetzt das der Elternteil von ihr da? Nee. Aber ich würd trotzdem sagen, dass wir laden Corina mal dahin ein, dass wir gehen. Denn es sind immer noch die anderen Leute da und ich weiß halt nicht, wie es ist, ob wenn er jetzt irgendwie weggeht. Weil ich hatte halt hier jetzt echt mir dieses Date geplant. Oder, naja, nicht wirklich Date, aber das hatte ich mir jetzt halt wirklich vorgenommen und ich würde das eigentlich gern mal machen. Wie geht's dir denn? Du machst wieder ein Nickerchen. Wie wär's denn, wenn du das nicht machst? Pieseln gehst und noch ein bisschen herumgaloppierst? Du kannst, keine Ahnung, hier ein bisschen grasen. Du brauchst doch ein bisschen Aufmerksamkeit hier. Okay, dann machen wir mal nicht grasen, sondern gehen wir mal hier hin. Hört sich gut an. Sehr schön. So, packen wir das mal hier hin. Und dann kannst du dich vielleicht mal mit Romina beschäftigen. So. Okay, das sieht gut aus. Genau, du machst das noch. Und dann kannst du auch mal in den Stall gehen. Katze, kann sie im Beutel ranschleichen? Genau. Ihr macht mal euer Sparing hier. Da ist jemand aber sehr, sehr stinkig. Du gehst los. Du gehst zum Hundepark. Ich weiß echt nicht, wie das mit Jenna hier noch ist. Wäre halt echt schön, wenn die mal jemand abholt. Ich weiß ja nicht, was das hier so soll. Naja. Hey, Dusty. Wir können seinen Bauch kraulen. Haben wir ihn schon mal gebürstet? Okay. Yay, wir haben Julian besiegt. Du bist doch bestimmt noch eine Weile auf dem Weg, oder? Ja. Das dauert noch ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt noch diese ganzen Sachen hinbekommen. Es ist immerhin schon fast 20 Uhr. Gucken einfach mal. So. Kommt hier irgendwann mal jemand noch für die Kleine? Wie sie halt einfach wirklich so ein bisschen allein gelassen wird hier in der Ecke. Aber halt. Ah, ja, ich hab halt auch gar nicht mehr dran gedacht, dass es dieses Überstunden-Ding manchmal auch gibt, dass sich jemand verspätet. Und das kam jetzt sehr ungelegen, denn ich hatte das jetzt noch vor, dass wir das hier noch machen. So, genau, dann kannst du hier mal die anderen zum Essen rufen. Jetzt, wo sie da ist, hätte sie natürlich auch die gute Valerie mit zum Essen rufen können. Aber die kann sich ruhig auch noch selber hier was zu essen nehmen. Das ist kein Problem. Genau, du kannst dir dann hier eine Schüssel nehmen. Wir haben einen Chinchilla gefunden. Genau, du kommst dann. Und dann würde ich sagen, ihr beiden geht zusammen. Oh, eigentlich könnt ihr auch zusammen erst essen gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt überhaupt noch ins... Können wir noch auf einmal sehen? Ja, okay. Dann schauen wir mal Tränen der Ironie. Zusammen mit... Wo ist unser Liebster? Hier, mit Rashad. Gehen wir da mal schnell hin. So, wir haben den Titel Coole Aufpasser bekommen.
Wer auf Kinder aufpassen will, muss auch raffiniert sein. Man muss aufmerksamer und höchst fürsorglich sein, wenn man sich erstmal einen Namen gemacht hat. Eine andere Familie möchte, dass du auf ihr Kleinkind aufpasst. Das bedeutet, dass du nur auf insgesamt 3 Kinder aufpassen musst. Yay! Das machen wir aber erst nächsten Montag. Es sind also noch 3, 4 Folgen hin. Also 3 Folgen dazwischen, die wir das nicht machen können. Und beide wunderbar. Sehr schön. Mike Dennis Johnson Jones. Oh Gott, das arme Kind. Fühlt sich bei dir sehr wohl. Danke, dass du so auf mein kleines Schätzchen aufpasst. Danke, dass du so auf Jenna Johnson aufgepasst hast. Jenna ist sehr glücklich. Die sind auch irgendwie so ein bisschen verwandt, ne? Beides so Johnson-Kinder. So, kannst du vielleicht mal bei dir die Gruppe auflösen, damit die beiden hier wenigstens ein Date haben? Genau. Ich hoffe, dass er auch noch ein bisschen mit ist, oder? Ich weiß nicht, ob er jetzt abhaut. Oh Gott, das ist ja auch total abgelegen. Ich hoffe, Corina kommt auch noch her und dass wir jetzt nicht umsonst hierher gegangen sind. Weiß ich ja jetzt nicht. Magst du nicht einfach mal hier drüben hingehen, anstatt dass du sonst wohin rennst? Genau. Warten wir hier einfach mal auf Corina. In der Hoffnung, dass sie herkommt. Oh, es tut mir so leid. Ich wurde Sie wurde im Verkehr aufgehalten. Ja, ich verstehe. Sie ist schon da. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich sehe sie wirklich nicht. Ist sie hier drin? Nee. Wo ist sie? Ah, da drüben habe ich jetzt jemanden gesehen. Ah, da ist Corina. Hallo. Schön, dass sie da ist. Hat halt mir gedacht, dass die beiden hier ein bisschen Schlittschuh laufen können und alles. So, du kommst dann auch mal essen. Vielleicht kannst du hier mal die Reste wegstellen. Und dann können wir vielleicht auch mal mit Julian noch mal bowlen gehen. Das war ja eigentlich der Plan. Vielleicht noch mit David? Nee, David muss morgen arbeiten. Sonst hätte ich das vielleicht auch noch vorgeschlagen. Wobei, wir könnten auch hier bleiben. Ja, komm, bleiben wir lieber hier. Warten wir noch, bis er fertig ist hier. Okay, wie geht's? Warte mal, anstatt den Sinn beim Essen zu beobachten, kannst du vielleicht hier mal beschnüffeln. Dann hast du auch meinen Wunsch erfüllt. So, warum schaust du den Film nicht mit? Kannst du mir das mal erklären? Film ansehen. Na toll, du kannst ihn jetzt nicht mehr ansehen. Na, toll gemacht. Okay, Level 3 der Tagespflegekarriere würde ich gerne erreichen. Chantal, hallo. Chantal Borgmann. Sie hat jetzt also Mike Dennis geheiratet, wie es scheint. Hier ist Becky, Moritz. Cool. Dann sagen wir doch mal, sagen wir mal Becky hallo, wenn wir Moritz schon nicht hallo sagen können, weil er ein Star ist. Ah, immer diese Stars, ey. Oh, da ist jemand voller Flöhe. Na toll. Okay. Genau, dann war nämlich jetzt meine Idee, dass wir vielleicht alle zusammen Domino spielen können. Domino spielen mit Amelie, Julian und Valerie. Dann bauen wir nämlich Logik auf, machen noch alle was zusammen. Das fände ich eigentlich echt schön. Haben wir es dann jetzt? Ja. Okay, jetzt gehen wir alle los. Katze, du kannst eigentlich auch schlafen gehen oder sowas. So, wie sieht es denn bei euch aus hier? Okay. Wir nehmen alle gute Bedürfnisse. So soll das aussehen. Sehr schön. Dann kannst du vielleicht nochmal hier trinken und grasen. Du kannst auch nochmal trinken und grasen. Und du, keine Ahnung, mach, was du magst. Genau. Ah ja, und du bist ja mit deiner Freundin unterwegs. In die Sterne schauen möchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Du kannst sie vielleicht mal küssen. Verliebt umarmen. Und dann könnt ihr vielleicht mal hier zusammen Schlittschuh laufen. Das war so ein bisschen der Plan. Ich würde eigentlich auch noch bei ihr übernachten und alles. Mal sehen, ob wir das alles noch hinbekommen. Dann müssen wir mal schauen. Na. Ach, ich mag die beiden. Die sind schon ein sehr süßes Paar.
Ich finde sie toll. Ich finde es aber krass, dass jetzt, erst vor ein, zwei Folgen oder sowas waren ja, hieß es ja, dass Corinna oder dass Elias Corinna treu ist. Und jetzt kurz danach ist schon Samuel Rashad treu. Sind die schon so lange zusammen? Also ist Samuel auch schon so lange mit Rashad zusammen? Das wusste ich gar nicht. Können sie ja mal kennenlernen, können wir uns über Förderung verkünden. Oh. Er spielt auch McDonald auf dem Keyboard. Oder? Ja. Oder heißt das anders? Ich bin da nicht so fest drin. Im Text. Ich meine, das ist Old MacDonald. Also nicht Old MacDonald had a farm. Oh, ich glaube, das heißt doch schon ein bisschen anders. Ich weiß aber gerade nicht, wie. Warum gehst du nicht Schlittschuh laufen? Okay. Ihr könnt aber auch zusammen nach Hause gehen. Ja, hierhin. Direkt da, wo sie auch. Gut, dass wir in der Nähe sind von da, wo sie wohnt. Direkt. Gehen wir mal hier hin mit Corinna. Wir tun einfach mal so, als wären sie jetzt Schlittschuhlaufen gegangen. Weil so ganz hat das jetzt auch nicht geklappt. Aber ich weiß auch nicht, ob ich mir das jetzt noch antun möchte, dass sie alle das hinbekommen. Oh, wie süß, wie hier alle so richtig. Guck mal, wie sie alle so richtig dabei sind. Wow, ey. Alle so richtig hart am Nachdenken. Oh mein Gott, welchen Dominostein platziere ich nur als nächstes? Schon cool. Ich habe noch nie Domino so gespielt mit diesen richtigen. Ding siehst, dass die anderen nicht sehen dürfen, welche Kästchen man hat. Das war schon sehr cool. Ach ja, mit dem guten Julian. Habe ich auch schon mal gesagt, ich glaube, wir haben den Moment verpasst, in dem Julian eigentlich gestorben wäre, weil ein, zwei Mal, als mein Spiel dann abgestürzt ist oder nicht gespeichert hat, hieß es, Julian wird nicht mehr lang leben. Und weil das da dann halt nicht gespeichert hat, hat sich das Spiel wahrscheinlich irgendwann gedacht, so, okay, ja, dann lebt er halt weiter und jetzt lebt er wahrscheinlich für immer. So war das mit Jamie auch damals. Da hatte ich exakt dasselbe Problem. Da war es auch erst so, dass es irgendwie ein paar Mal hieß, er wird nicht mehr lang leben, hat aber nicht gespeichert oder ist abgestürzt oder sonst was. Und dann das. So, ich dachte ja eigentlich, dass ihr beiden auch hier mal so ein bisschen essen geht. Hier essen oder Drinks holen mit Samuel zusammen. Das war der Plan. Genau. Gehst du da rein? Du auch? Sehr gut. Sehr schön. Dann geht ihr mal eben da rein, bitte. Oh. Okay. Sehr gut. Du spielst da noch. Ihr seid jetzt da. Dann kannst du hier mal den Haushalt besuchen. Genau. Sie bitten, ob du reingehen kannst. Dann fragen wir, ob wir über Nacht bleiben können. Dann essen wir noch was und dann gehen wir schlafen. Das ist der Plan. Hausaufgaben sind egal. Wir haben eh schon eins. Und es ist noch eine ganze Woche. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich habe zwischendrin, musste ich eine Pause machen, bis ich den letzten Teil vom Video aufgenommen habe. Keine Ahnung mehr, was ich am Anfang des Videos alles erzählt habe. Aber ja. Wir haben nur noch so ziemlich genau eine Woche, bis Elias erwachsen wird. So, dann fragen wir mal, ob wir übernachten können. Okay, dann warten wir kurz, bis hier reingekommen ist. Kann ich übernachten, meine Liebe? Hallo? Dann lernen wir sie nochmal kennen. Ich weiß immer noch nicht ihre Merkmale. Und dann sind wir Trampeltier aber lustig? Ja, dann können wir auch noch einen Snack essen. Grünen Salat vielleicht. Und dann kann er auch schlafen gehen. Ich glaube, bisher waren wir immer. Oh, ist das sein Vater? Ist es ihr Vater? Warte mal. Nee, das ist ihr Bruder. Okay. Das heißt, dann schlafen wir vielleicht mal da drüben. Nach dem Essen. Das passt. Also wenn sie uns nicht hier einlädt zu übernachten, dann wäre das schon eigenartig. Wir wissen bisher halt nur, ja okay, wir wissen, dass sie leicht zu beeindrucken und freundlich ist, aber zwei Merkmale fehlen uns noch. Sie ist ein Löwe. Wir sind auch ein Löwe. Spannend.
Okay, ja, dann hattet ihr jetzt hier noch eine schöne Domino-Partie. Das haben wir ja mit Mia auch schon mal gemacht. Das finde ich ganz süß. Okay, du musst unbedingt nach Hause um dich ein paar Dinge kümmern. Ist auch schon nach Mitternacht. Ich würde sagen, das passt, dass du nach Hause gehst. Wir beide gehen dann einfach mal direkt schlafen. Ihr habt auch so ein bisschen an eurer Logikfähigkeit damit noch gearbeitet. Das finde ich wichtig. Genau, wollt ihr auch beide noch perfektionieren. Und du kannst dann eigentlich auch schlafen gehen. Warum bist du beschämt? Wegen Dominospiel. Ein bisschen von Pech verfolgt. No. Okay. Dann geh du mal schlafen. Ihr beide habt gegessen, ja? Du hast... Oh ja, genau, du musst... Ah. Ihr könnt hier mal noch nach Hause kommen. Was ist du? Oh, ihr pflegt euch. No. Ach, süß. Wie schlimm ist es denn hier bei Romina? Ja, doch. Ist doch ein Pferd, was gepflegt werden sollte. Ich würde eigentlich vorschlagen, du spielst noch ein bisschen mit dem Pferdeball und gehst dann schlafen. Und du gehst jetzt schon schlafen. Oh. Ah, nee, doch, es ist der richtige Stall. Ich dachte jetzt schon, da hat jemand die Stelle vertauscht, aber nein. Das ist alles gut so. Okay, jetzt kommen eigentlich noch die beiden nach Hause. Die sind auch schon da. Dann würde ich dich mal hier ins Badezimmer schicken. Kannst du hier deinen Flohbad nehmen. Und du kannst schon mal... du kannst auch mal hier unten auf Toilette gehen. Und dann auch schon mal schlafen. Puh. Und dann hat Samuel morgen frei... Rashad hat ja aktuell keine Arbeit. Vielleicht nehmen wir dann das nächste Mal tatsächlich die Zauberkünstlerkarriere auf. Schauen wir mal. Und generell haben wir dann sehr, sehr viel Zeit mit den beiden. Gucken wir mal. Oh nein, die beiden sollen doch jetzt kein Date haben. Aber ich glaube, wenn die schlafen gehen, ist das Date eh wieder vorbei. Also ist okay. So, und dann ist jetzt eigentlich nur noch Elias so wirklich wach. Der draußen im Schnee... mit Seeblick ist. Ich meine, bei dem Blick immer noch nicht ganz verständlich, aber so richtig verübeln kann man es ihm auch nicht. Ich meine, es ist schon ein schöner See. Auch verschneit ist ja schön. Ich würde trotzdem nicht auch bei, also ich würde auch bei dem schönen Anblick mit Schnee einfach, also ich würde da nicht draußen essen. Sorry, es wäre mir zu kalt. Aber naja, vielleicht stört sie ihn ja nicht so sehr. Oh, sie geht auch gerade schlafen. Das wäre natürlich gut zu wissen, in welches Bett sie geht. Nicht, dass sie jetzt irgendwie in das gleiche Bett geht, in das wir wollten. Oder schläft sie bei ihrem Bruder im Zimmer? Sie schläft bei ihrem Bruder im Zimmer. Okay. Meinetwegen. Genau, dann geh du mal da schlafen. Möchte eigentlich bis 11 Uhr ausschlafen. Da bin ich mal gespannt, wie gut das wird. Oh, er möchte schon wieder einen Film gucken. Okay. Ja, kann man ja, also, er hat auch einen furchtbaren Independent-Film gesehen, ja. Vielleicht ist aber Rashad auch einfach so ein Filmfan. Das sind auch so Dinge, die ich nie mache irgendwie bei Spielen, also bei Sims. Irgendwie, ich habe letztens mal was von irgendwie so jeden Tag Yoga machen oder Familientag oder solche Sachen, so regelmäßige Dinge, die man immer wieder macht, mache ich nie mit meinen Sims. Also, dass irgendwie was wiederkehrend ist, was regelmäßig und man da irgendwie wie so eine Routine etabliert, weil Hobbys haben meine Sims schon, aber sie haben halt so flexible Hobbys von wegen, wenn dafür Zeit ist und halt nicht, dass sie irgendwie geplant ein Hobby verfolgen. Wisst ihr, was ich meine? Könnte man ja theoretisch auch machen mit Rashad, dass er irgendwie ein totaler Filmfan ist und da so oft wie möglich hingeht und am liebsten vielleicht auch mit Samuel zusammen. Mal schauen, aber es ist halt schwierig mit seinem Job. Können wir hauptsächlich vielleicht am Wochenende gerne Filme schauen gehen. Mal gucken. Generell, was wir mit Rashad noch so alles machen, wird ganz interessant. Freue ich mich natürlich auch auf Vorschläge von euch. Und ja, dann kommt der Gute natürlich auch noch ins Bett. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Danke fürs Vorbeischauen und das nächste Mal hier geht's weiter. Ciao!